So, beim letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass wir aus dem Gedankenstrom erwachen müssen, um größere Offenheit für unser Gewahrsein zu erlangen. Die Frage ist dann natürlich, wohin erwachen wir? Normalerweise als Menschen sind wir in dem Gedankenstrom völlig aufgesogen. Unser Gewahrsein springt von Gedanke zu Gedanke und wir fragen uns eigentlich niemals, worin geschieht dieser Moment eigentlich? Wer erlebt das eigentlich wirklich? Also du bist ja kein Gedankenstrom, du bist ja nicht einfach eine Abfolge von Gedanken, die über alles Mögliche reden. Du bist ja etwas, was da ist, unabhängig von deinen Gedanken. Das kannst du ganz leicht nachvollziehen, wenn du deine Gedanken für einen Moment anhältst oder mal nicht denkst oder einfach mal zuschaust. Denn wer schaut zu? Wer schaut deinen Gedanken zu, wenn nicht du? Und dann kannst du nicht identisch mit deinen Gedanken sein. Es gibt also höhere Formen des Bewusstseins. Und wohin erwachen wir, wenn wir aus diesem kleinen Ich der Gedanken erwachen? Zum Beispiel dieser Moment in den Bergen in Katalonien, hinter dem Berg Petra Forca. Dieses Tal, was still ist, wo wir nur den Bergwind hören und ein paar Raben oben. Worin geschieht das eigentlich? Und das Erste, worin wir landen, wenn wir aus dem Gedankenstrom erwachen, ist ein verörtliches Bewusstsein. Also ein Bewusstsein, was noch nicht unendlich ist, was noch begrenzt zu sein scheint. Und dieses Bewusstsein befindet sich in deinem Kopf. Das heißt, in deinem Kopf kannst du ein kugelförmiges Bewusstsein finden. Vielleicht ist es erstmal so groß wie ein Ei oder wie ein Tennisball. Und später kann es den ganzen Kopf einnehmen. Und darin bleibst du einfach erstmal. Also das sage ich auch in meinem persönlichen Coaching-Session, wie du dich darin stabilisierst. Das gibt da noch ein paar Tricks. Das ist also der erste Schritt oder die erste Station, in der du landest. Wenn du aus dem Gedankenstrom erwachst, dann landest du erstmal in dem örtlichen Bewusstsein deines Kopfes, das nicht kein Punkt mehr ist, sondern es ist schon ein Raum, aber es ist eben noch ein begrenzter Raum. Und von da aus können wir dann weiterschauen, wie wir das offene, weite Bewusstsein erreichen.